Fünf Schwarzerinnen, fünf Persönlichkeiten. Heute Elisabeth Keller. Also Frauen, denen es nicht so gut geht, würde ich gern sagen, die Regentage gern ganz sicher vorbei. Und irgendwann wird dann wieder die Sonne im Herzen scheinen. Ich lebe sehr gerne in einer Kleinstadt wie Schwaz. Es gibt sehr viele nette Menschen, die ich gerne mag. Ich kann mich als Frau Tag und Nacht sehr angstfrei bewegen. Das hat eine hohe Lebensqualität für mich. Und was mir auch noch sehr gut gefällt in Schwarz ist, dass sowohl von politischer als auch von kirchlicher Seite, dass die ein offenes Ohr haben und eine offene Hand für Asylanten. Ich habe viele Kontakte geknüpft mit Frauen aus verschiedenen Ländern der Welt. Und ich habe sehr schätzen gelernt, die große Gastfreundschaft und auch den Sinn für Familie. Und was mir am meisten gefällt, ist die Kraft, die sie haben, in einem neuen Land neu anzufangen und sich ein neues Leben aufzubauen. Und ich denke, von dieser Kraft können wir uns auch was abschauen, nicht aufzugeben und weiterzugehen und neue Erfahrungen zu sammeln.